Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette. Es ist eine strenge Woche für die Super League Clubs. Zum Abschluss vom ersten Saisonviertel steht nämlich eine englische Woche an. Und damit ganz herzlich willkommen zur Vorschau-Sendung Kickoff. Für einmal schon am Dienstag oben. Wir dürfen uns auf zwei ganz besondere Leckerbissen freuen. Morgen so bekommt es nämlich einerseits zum Berner Derby zwischen dem FC Thun und den Young Boys und andererseits auch zum Klassiker im St. Jakob Park. Der FC Basel empfängt der FC Zürich. Über all das werden wir natürlich diskutieren mit unseren Super League-Experten hier im Studio. Es sind das heute der Gaetano Celenza und der Benjamin Lüthi. Schön, sind ihr da. Hallo. Ja, Benni, auch für dich als Nicht-Basler und Nicht-Zürcher, sondern als Berner Oberländer. Der Match zwischen Basel und Zürich ist ja auch für dich etwas ganz Spezielles. Ja, ganz speziell nicht, aber ich wohne noch in Zürich und da fühlt man schon beim FCZ, bei den Fans, fühlt man schon, dass es immer etwas Spezielles ist. Eben, der FCB ist so ein Feind, Feindgegner so ein bisschen. Und sicher allen ist sicher schon das 06 in der Erinnerung, wo da die Ausschreitungen waren und die Finalissima. Aber so richtig ein Klassiker ist für mich letzte Zeit nicht mehr gewesen. Für das ist die Distanz zwischen den zwei Mannschaften über die letzten Jahre echt zu gross gewesen für mich. Der sportliche Unterschied ist ein bisschen zu gross. Genau. Das können wir gar nicht sprechen. Genau. Wir haben das auch noch ein bisschen genauer angeschaut. Du bist ein bisschen direkt betroffen, Gaetano. Du hast fünfmal als FCB-Spieler gegen den FCZ gespielt. Was sind so deine Erinnerungen an das Derby in Anführungszeichen? Es ist schon ein bisschen länger her, aber wenn ich jetzt so denke, einfach an Urs Fischer, der mein Gegner war. Aber es ist, wie gesagt, es ist immer ein Klassiker. Und ich finde, es bleibt ein Klassiker, auch wenn ich jetzt natürlich von der Tabelle her und auch halt Zürich nicht auf dem Niveau ist vom FC Basel. Aber es ist ein Klassiker, den sich alle freuen. Also, wir haben es beide schon angesprochen. Zuletzt war es eine klare Angelegenheit zwischen dem FCB und dem FCZ, und zwar zugunsten des FCB. Wir haben einmal die letzten 20 Spiele angeschaut, die beiden gegeneinander gespielt haben. Und es ist wirklich relativ klar. 14 Mal hat Basel gewonnen, nur 4 Mal Zürich und 2 Mal haben die beiden unentschieden gespielt. Und auch das Goalverhältnis mit 46 zu 21 sehr deutlich zugunsten des FC Basel. Jetzt sind Statistiken meistens etwas für Journalisten und vielleicht auch noch für Fans, die sich ein bisschen dafür interessieren. Die Spieler sagen meistens, uns kümmert das nicht so. Aber wenn es so klar ist, dann bekommst du das irgendwie mit und das macht auch etwas mit in der Vorbereitung von so einem Spiel. Ja, es macht etwas mit. Das ist wie ein klares Bild, dass einfach halt der Unterschied wirklich gross ist. Eben der FCB, der der grosse Leader war in der letzten Zeit, oder der FCZ, der wirklich nicht mehr so zu den alten Zeiten gefunden hat. Und als Spieler nimmst du es wie irgendwie ein bisschen mit. Du hast immer ein bisschen Angst gegen oder so und weißt, okay, da ist immer etwas zu holen oder da ist nichts zu holen. Und jetzt beim FCZ sehe ich sicher auch, das wird sehr, sehr schwer für den FCZ dort mit der Mannschaft, die sie jetzt haben, beim FCB etwas zu holen. Das ist als Spieler schwierig, dort den Glauben daran zu bekommen. Aber schlussendlich will man gewinnen und das ist echt der Job, dass man dort gleich noch ein kleines Restchen Glauben findet. Ja, es wird aber auch morgen schwierig, Gaetano. Beim FC Basel läuft es hervorragend in den letzten paar Tagen und Wochen. Wir haben das 5-0 gesehen in der Europa League gegen Krasnodar. Der FC Basel ist auch in der Super League nach dem Direktduell mit IBE immer noch Tabellenvierer. Und es sind nicht nur die Resultate, die Freude machen aus Basel Sicht, sondern auch die Art und Weise, wie sie auftreten. Ja, also man sieht schon, dass jetzt da, sie haben sich gefunden haben. Und der Kohle ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr da. Er hat natürlich auch ein bisschen seine Mannschaft gesucht, hat ein paar neue Spieler geholt. Es ist natürlich auch viel beim Verein, in der Vereinsführung gegangen. Oder? Aber ich glaube, die Mannschaft und Trainer haben sich gefunden, sie haben Stabilität gefunden. Und man hat es jetzt vor allem auch in den letzten paar Spielen gefunden, gesehen, vor allem. Oder? Eben bei der Europa oder Champions League Qualifikation ist ein schade gewesen. Das ist natürlich sicher. Das ist, muss ich sagen, dort hat es die Stabilität gebraucht, wie jetzt die letzten zwei Spiele, sie es gegen Krasnodar und gegen IBE. Aber wie gesagt, ich glaube, ja, freuen wir uns, dass es spannend um den Titel geht. Ist es Zufall für dich, Benni, dass die Stabilität beim FC Basel gerade jetzt kommt, nachdem Tomasa Coller ein gutes Jahr im Amt ist? Es ist kein Zufall, weil es für mich mehr um die Mannschaft geht als um das rundum. Es geht um einen Stocker, der das Captain ist. Es geht um eine Bühne, die wieder aufblüht. Und so. Es geht nicht mehr so um das Rundherum, jetzt abgesehen von der Geschichte, die jetzt heute rauskommt oder gestern. Ja. Aber ich kann sich auch die Fans auf die Mannschaft konzentrieren und dann ist echt der Fokus darauf. Und das können die Spieler umsetzen. Und das hat man jetzt vor einer Woche gesehen. Unter der Woche und zum Wochenende haben sie es mithalten mit IBE. Und jetzt freuen sie sich sicher wieder, ja, im Heimspiel können das, ja, auf Beweis stellen. Ja. Ich habe die Frage nach dem Zeitpunkt und nach dem Zufall ein bisschen darum gestellt, Gaetano.
Man weiss ja, mit dem Marco Strello, der nicht mehr Sportchef ist, ist so der interne Gegner von Marcel Koller weg. Hat das vielleicht auch einen Einfluss, dass es jetzt noch besser läuft als vorher? Ja, also ich glaube nicht, weil am Schluss der Trainer ist fokussiert gsi auf die Mannschaft, auf das Resultat, ist klar. Von außen wird das so dargestellt. Aber ich glaube, es ist ein Entscheid gefallen vor der Saison, wo man eher vielleicht so kommt raus, dass der Sportchef sich gegen den Trainer entschieden hat. Aber am Schluss hat das der Sportchef, der Streller, für die Mannschaft gemacht. Er ist auch für die sportliche Leistung verantwortlich. Wie gesagt, aber ich glaube nicht, dass er den Trainer, der Koller, hat, dass, wenn man jetzt das Resultat schaut und wie sich die Mannschaft entwickelt hat, hat er das gut aufgepasst und die Leistungen sind da. Ja, da bin ich anderer Meinung. Halt, dass zwei so Leute sind mit Charakter, ist das so schwierig in einem Verein, weil es nicht so harmoniert. Und dann geht es automatisch auf die Mannschaft. Das hat man gespürt in letzter Zeit. Und ich bin da nicht wirklich gleicher Meinung, wo sich jetzt wirklich alles auf die Mannschaft konzentriert, auf die Sportlichen immer mehr. Und das ist sicher für alle förderlich. Also, und Marcel Koller darf sich sicher auch bei einem von seinen Spielern bedanken, dass es zu Beginn dieser Saison so gut gelaufen ist. Und zwar bei einem von seinen neuen Spielern. Einer, der gekommen ist und gerade sofort so richtig eingeschlagen hat. Kemal Ademi. Er kam, sah und traf. Erstes Spiel für den FC Basel. Erstes Tor. Der Stürmer hat in Basel eingeschlagen wie eine Bombe. 5 Tore in seinen ersten 4 Super League-Einsätzen sprechen für sich. Und er trifft und trifft. Kemal Ademi. Also, dass es so schnell geht und dass ich so schnell da in Basel so gut auftrete und ich mit den Goals so viel Aufmerksamkeit den Leuten überkomme, hätte ich auch nicht so gedacht. Dabei hatte der fast 2 Meter Hühne in Basel zu Beginn nicht nur Befürworter. Viele trauten ihm nicht zu, die Lücke im Basler Sturm zu füllen. Einer, der letztes Jahr noch mit Xamax gegen den Abstieg spielte, kann nicht Ajeti oder Van Wolfswinkel ersetzen, so der Tenor. Im Endeffekt hat es mich stärker gemacht. Ich konnte den Leuten das Gegenteil beweisen. Und auch wenn ich gegen den Abstieg gespielt habe, letzte Saison, habe ich mit der Mannschaft einen grossen Anteil geholfen, dass Neuchâtel auch wieder oben bleibt. Und das zeigt auch meinen Charakter und meine mentale Stärke, die ich drauf habe. Und das hilft mir auch noch mehr, wenn ich das sage, das Maulstopfen von denen, die das sagen. Nach einer Gehirnerschütterung traf Ademi zuletzt gegen IB für einmal nicht. Gegen den FCZ soll sich das wieder ändern. Ja, der Kemal Ademi ist schon ganz wichtig, ganz früh schon beim FC Basel. Jetzt ist er angeschlagen, hat man gehört, angeschlagen aus dem IB-Spiel rausgekommen. Fraglich darum für das FCZ-Spiel, was würde Basel fehlen ohne ihn? Ja, er hat sich da sicher sehr gut eingefügt. Und ich meine, nachdem der Ajeti zu West Ham gegangen ist und der Ricky van Wolfswinkel jetzt verletzt ist, hat er das sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, vielleicht unerwartet von vielen Leuten. Aber man hat gesehen, dass er die Qualitäten hat. Das hat er bei Xamax gezeigt und das hat jetzt auch hier gezeigt. Es ist eher einfacher, im FC Basel eigentlich Goal zu schießen als bei Xamax. Das heisst, wenn man bei Xamax Goal macht, dann sollte er eigentlich bei Basel auch noch einfacher können, die Goal machen. Einer, der aktuell auch richtig gut auftritt beim FC Basel, ist der Kevin Bühr. Der hat auf dem Flügel den Noah Okafor verdrängt aus der Startelf. Jetzt ist das toll für den Kevin Bühr und mag man ihm sicher auch gönnen. Auf der anderen Seite hockt jetzt das 19-jährige Supertalent nur noch auf der Bank. Birgt das auch eine gewisse Gefahr beim FCB? Ich würde sagen, längerfristig nicht. Im Moment hat es nur Platz für einen von diesen zwei, wo der Stock ist halt wirklich gesetzt und ist ein extrem wichtiger Mann. Aber ja, bei so einem Jungen ist es immer möglich, dass halt nach dem ersten Hoch mal ein Teufel kommt. Und, ich hoffe, er wird unterstützt vom Trainer, auch im Training und auch mit Gesprächen und so. Aber im Moment ist halt der Bühr ist der Stärke und er hat einen Riesenlauf. Und wenn er reinkommt, muss halt der Okafor jetzt wirklich die Chance nutzen und zeigen, dass er als Einwechselspieler kann brillieren kann. Allenfalls dann eben schon morgen gegen den FC Zürich. Und wenn wir jetzt von diesem Duell Basel gegen Zürich reden, dann reden wir eben auch vom Klassiker. Und so ein Klassiker, der lebt ganz sicher auch von den Figuren, von den Spielern, die der Verein damit identifiziert werden. Und im Fall des FCZ ist das im Moment ganz sicher nicht zuletzt der Marco Schönbächler. Der hat letzte Woche schon sein 300. Spiel gemacht. Für die Stadt Zürcher ist entsprechend auch geehrt worden, schon vor dem Match. Und dann nachher auch von den Fans gefeiert worden. Man merkt es richtig, der Schönbein, das ist einer von ihnen. Das ist einer vom FCZ. Ja, und wir haben
den Marco Schönbrechler getroffen gehabt, haben ihm einfach mal ein Tablet angelegt, haben ihm dort drauf 5 Bilder gezeigt und gebeten, er soll uns doch einfach mal sagen, was er dazu denkt. Ja, es war in London, wo ich über ein Jahr ausgefallen bin. Ich war sehr glücklich nach der Operation, dass alles gut verlaufen ist und ich eigentlich nachher nicht mehr von diesen Schmerzen gespürt habe. Das war der Cup-Sieg im Helvetia-Platz mit dem Adi, Michi und Sedi. Super Tag, ein ganz geiles Erlebnis für alle. Ja, ich würde es gerne wieder mal erleben. Das war mein Nazi-Debüt in St. Gallen. Sogar das Nummer 10 tragen war ein sehr spezieller Moment für mich, für die Schweizer Nazi zu spielen. Das ist noch ein Bild aus meiner alten Wohnung, wo ich wirklich sehr, sehr viele Schuhe zu Hause hatte, ganz viele Schuhe gesammelt habe. Heute sind es nicht mehr so viele. Viele sind auch im Keller unten, weil ich über 200 denke ich, im Keller runter, weil ich hier oben keinen Platz mehr habe für alle Schuhe. Aber das ist sicher auch eine Leidenschaft von mir. Zwei und ein paar Schuhe im Keller. Wie viele liegen bei dir im Keller? Ja, nicht so viel. 200 sind gerade viel. Ja. Nein, aber im Spiel morgen gegen den FC Basel wird es darauf ankommen, dass genau Spieler wie er, wie der Marco Schönbächler, parat sind. Das sind die Figuren, die in so einem wichtigen Spiel reissen müssen. Ja, genau. Also ein Nachfolger vom Nevo, der die Verbindung zum Publikum hat und wo gewisse Erfahrung hat. Eben 300 Spiele, aber eigentlich könnte es noch viel mehr sein, wenn er mehrere Jahre oder mehrere Monate verletzt war. Und es ist unglaublich, was er für eine Aura hat. Auch beim FCZ unter den Fans merkt man in der Stadt. Und es ist sicher sehr, sehr wichtig für den FCZ. Wichtig wird auch sein, morgen geht auch noch, dass sie defensiv besser verheben als bis jetzt in dieser Saison. 14 Gegengol schon hat der FCZ kassiert. Mehr hat niemand kassiert in der Liga. Morgen trifft man auf die stärkste Offensive oder auf die produktivste Offensive zumindest von der Liga. Was muss passieren, damit das morgen verhebt beim FCZ? Ja, eben, also sicher Verteidigung ist sicher das Problem, aber es liegt ja nicht immer nur an der Verteidigung, sondern an der ganzen Mannschaft. Und ich glaube, der Trainer, der Ludovic Magna, der weiß das sicher, dass sie das Problem haben, sicher defensiv. Und da muss sich vielleicht etwas einfallen lassen, vielleicht mal mit einer Dreierkette oder Fünferkette spielen, je nachdem. Hat er probiert gegen IB und dann ist es gehörig in die Hose gegangen. Das ist halt immer wieder. Oder man probiert es dann immer wieder und sagt, ja, vielleicht probiere ich es nochmal, vielleicht klappt es jetzt. Aber es ist klar, es ist ein Problem defensiv, aber es hängt ja dann auch mit der ganzen Mannschaft zusammen. Oder? Und das fällt vor allem auch auf, 7 von diesen 14 Goals sind noch Standardsituationen gefallen. Das spricht auch dafür, dass man dort irgendwo den Hebel ansetzen müsste. Ja, und wenn man einmal so ein bisschen das so ein bisschen hat so ein gewisses Thema Standards und so, dann nimmt man es immer wie mit in den nächsten Standard und dann wird es extrem schwierig, das aus den Köpfen rauszubringen von den einzelnen Spielern. Und dort gibt es jetzt halt mehrere Spiele in Folge, dort wirklich stabil zu bleiben. Und gegen FCB können sie, wo ich immer stark ist auf Standard, können sie jetzt morgen beweisen. Also, so viel zum Klassiker an dieser Stelle zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich. Wir wollen jetzt uns jetzt gerade befassen mit dem Berner Derby zwischen Thun und IB. Bevor wir das machen, schauen wir aber ganz kurz noch drauf, was morgen und übermorgen abgeht in den anderen Super League-Stadien. Sion gegen St. Gallen. Neu steht Sion auf Platz 2 der Tabelle. Teamleader Paitin Kasami mit bereits 4 Saisontreffern. Führt der Rivalisser zum 6. Sieg in Serie. Es wäre der erste Dreier in der Liga gegen St. Gallen seit einem Jahr. Der St. Galler Sieg gegen Servet enorm wichtig. Eine starke Reaktion auf das frühe Cup-Out. Erstmals seit 28 Spielen setzte Peter Zeidler auf ein anderes System. Damit machte er aus der Not eine Tugend. Das Krisenduell. Inklusive Cup hat Luzern 3 Spiele in Folge nicht verloren. So viel zum Positiven. Fakt ist aber, der FCL hat erst einen Saisonsieg auf dem Konto und zu Hause erst 2 Punkte eingefahren. Der schwächste Saisonstart seit 5 Jahren ist Tatsache. Xamax ist momentan das verdiente Schlusslicht. Zu defensiv und ängstlich agierte das Team von Joel Manja zuletzt. Auch Go-Getter Rafael Nuzzolo hat an Effizienz verloren. Der Hoffnungsschimmer, seit dem Wiederaufstieg hat Xamax gegen Luzern 3 von 4 Duellen gewonnen.
Servette gegen Lugano. Servette ist in der Super League-Realität angekommen. Gegen St. Gallen haben sie wichtige Punkte liegen lassen. Mit einer weiteren Niederlage drohen sie in eine Negativserie zu rutschen. Die Genfer werden alles dran setzen, um dies zu unterbinden. Lugano steckt tief in der Misere. Ein Sieg aus 9 Spielen. Der fulminante Saisonstart ist längst vergessen. Trainer Celestini steht unter Druck. 3 Punkte gegen Servette würden ihm Luft verschaffen. Ja, und dann ist morgen eben auch noch das Berner Derby. Der FC Thun empfängt die Young Boys in der Stockhorn Arena. Und wenn die Oberländer eine Chance haben in diesem Duell, dann müssen sie vor allem eins besser machen als zuletzt. In den letzten 3 Spielen haben sie nämlich kein einziges Goal geschossen. Ja, natürlich. Das ist das, was bleibt. Und das sehe sogar ich. Und dort wollen wir dran arbeiten. Und wir hatten heute wieder x gute Möglichkeiten gehabt, die wir nicht haben genutzt. So, das ist das Schwierigste im Fußball, das Goal machen. Es klingt banal, aber es ist so, oder? Es ist so, ohne Goal gewünscht nicht. Also von dem her ist es nicht einfach. Aber wenn es kannst, ist es einfach. Und das können sie im Moment nicht. Du willst es können? Ja, also entweder hast du das oder hast du das nicht, als Stürmer. Also, das kannst du nicht lernen. Also, das ist instinktiv. Da stehst du richtig. Das hat Sorgic gehabt, zum Beispiel bei Thun. Und es hat verschiedene Spiele, wo du sagst, die laufen falsch, aber sie stehen richtig. Mhm. Und das kannst du einfach nicht lernen. Und ich glaube, sie brauchen jemanden, der ein bisschen weiss, wo er muss stehen im 16. Ja, weil die Abschlussschwäche der Berner Oberländer ist nicht nur augenfällig, sondern die lässt sich auch ganz klar belegen mit Zahlen. Thun ist nämlich die Mannschaft, die in dieser Saison schon zu 20 Grosschancen gekommen ist. Nur IB hat noch mehr Grosschancen gehabt. Aber Thun ist eben auch die Mannschaft, die erst 6 Goal geschossen hat, was wiederum zusammen mit Luzern der schlechteste Wert der Liga ist. Benni, das spricht schon dafür, dass vieles gut läuft beim FC Thun. Man kommt zu sehr vielen Chancen, mehr als die meisten anderen. Aber man macht sie nicht. Wo kannst du den Hebel überhaupt ansetzen? Ja, schon zu meiner Zeit war es so ähnlich. Man hat sich immer sehr viel Mühe gegeben, sehr viel ausgearbeitet, aber so in der letzten Killer ist es gefällt. Und das ist vielleicht so ein Quintessenz vom ganzen Verein, der sehr demütig ist, der sehr viel schafft. Aber so der Killerinstinkt, so ein wie ein Stock, der so ein Song ist auf dem Platz und dann das Goal schießt. Das fehlt dem FC Thun von den einzelnen Spielern her auch. Von dem her ist es schwierig, so kurzfristig zu ändern. Aber es braucht vielleicht dort einfach wie eine Initialzündung und dann läuft es vielleicht wieder ein bisschen besser. Ja. Man muss natürlich auch erwähnen, du hast es schon angedeutet, man hat den Sorgic verloren, man hat den Spielmann verloren. Also da ist genau die Qualität auch ein bisschen weggegangen. Das ist so. Und die Neuen müssen sich natürlich auch wieder neu in die Mannschaft hineinspielen. Und halt stürmen durch Goal. Das ist halt so. Man erwartet natürlich, wenn man dann halt den Sorgic lässt und der Neue kommt, hast du immer wieder ein bisschen Druck. Aber ich glaube, das ist auch die Aufgabe vom Trainer, jetzt, dass denen das Vertrauen geht. Und vielleicht, bis das erste Goal passiert, vielleicht sieht er dann wieder das Goal. Also Probleme gibt es ganz offensichtlich ganz vorne beim FC Thun im Moment. Diskussionen gibt es aber auch um die Position ganz hinten. Der eigentliche Stammgoalie, der Mathieu Fèvre, der hat nämlich in den letzten 3 Matchen Platz machen für den Andreas Hirzel, der dann im Goal gestanden ist. Auch gegen den FC Zürich zuletzt ist das so gewesen. Und auf genau diese Situation ist der Trainer, der Marc Schneider, angesprochen worden vom Gianni Wieler. Ja, es ist bei uns gar nicht so ein grosses Thema, wie es anscheinend sonst gemacht wird. Also ich muss sagen, der Guy macht einen riesen Job. Er hat eine schwierige Phase gehabt, ist wieder auf einem sehr aufsteigenden Ast, macht seinen Job unter der Woche top. Aber ich habe mich diese Woche jetzt gleich noch für Andi entschieden, weil er es in den letzten Spielen sehr gut gemacht hat. Aber es ist immer noch keine Wachablösung? Nein, es ist immer noch keine Wachablösung. Ja, dann muss man sich aber schon die Frage stellen, wenn der Fèvre so einen riesen Job macht im Training. Benni, warum spielt er denn nicht? Vielleicht war es ein bisschen Mühe. Eben, letzte Saison hat er immer gespielt, hat extrem lang immer gespielt. Und jetzt so mit dem strengen Start mit der Europa League ist er vielleicht ein bisschen müde im Kopf. Jetzt gibt man mal Pause, macht das Rennen ein bisschen offen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Jetzt muss halt irgendwann muss man sich das schon festlegen, finde ich auch. Wo immer das hin und her, finde ich schwierig. Aber ich finde es nicht so schlecht, den Versuch. Eben das Hin und Her will ich gerade noch ansprechen. Oder? Er sagt, nein, es ist keine Wachablösung. Trotzdem spielt dreimal nacheinander der neue Goalie, der Hirzel. Für eine Mannschaft, die ja Punkte braucht und die Ruhe gut tun würde, ist das doch nicht ideal, so eine Situation? Nein, ich glaube auch nicht. Also bei den Goalie ist halt schon, finde ich, schon wichtig, dass der Trainer sich für einen entscheidet. Aber klar, er muss ja etwas sagen. Und er lässt es einfach offen. Und ich glaube, der Fèvre hat ja schon die Erfahrung gehabt, als er schon draußen war und wieder reingekommen ist und super gehabt hat und wirklich ganz gute Spiele gemacht hat. Von dem her wollen sie vielleicht das jetzt ein bisschen bewirken.
Es ist natürlich schwierig, was sie intern diskutiert haben, aber ich glaube, sie haben schon klar kommuniziert. Hat der FC Thun in der aktuellen Verfassung morgen eine Chance gegeben? Sie müssten wieder mal ihre Hemmstärke können zeigen. Das wäre so die einzige Chance. Aber dort war letzte Zeit der Giebe nicht so viel zu machen in Thun selber. Ich hoffe natürlich, dass sie so einen Lucky Punch starten können. Aber Ibe ist schon sehr stabil und stark und mit der Offensive schon sehr, sehr gefährlich. Dann wollen wir doch wechseln vom Berner Oberland in die Stadt, nach Bern, in die Hauptstadt. Und dort stellt sich momentan vor allem so ein bisschen die Stürmerfrage. Zuletzt gegen den FC Basel ist der Guy Waro zurückgekommen in die Startelf und hat gestürmt zusammen mit dem Roger Assale. Das heisst aber auch, dass der Jean-Pierre Nsame nur auf der Bank gehockt ist. Und das ist mit 7 Goal aus den ersten 7 Spielen immerhin der Liga-Topscore. Kann man so einen wirklich auf die Bank setzen? Ja, es war natürlich eine englische Woche mit der Europa League. Und der Guy ist jetzt wieder zurückgekommen. Ist nach den ersten zwei Spielen, wo er von Anfang an gespielt hat, ist er dann verletzt gewesen. Und dann kann er natürlich auf so jemanden zurückgreifen wie der Guy. Er hat sich gedacht, mit dem Massoli, das passt auch sehr gut. Die haben auch länger oder immer wieder zusammen gespielt und hat gesagt, ja, der Nsame, ich tue ihn jetzt hinlassen, passieren lassen. Und ich glaube, wenn er reinkommt, dann kann er wieder dort die Frische zeigen. Und das hat er auch gemacht. Er ist reingekommen, weil sich der Assale verletzt hat und hat prompt dann auch den Ausgleich gemacht für IB gegen Basel in der zweiten Halbzeit. Was macht ihn aktuell so wichtig für IB und auch so stark? Das Vertrauen, man sieht also jetzt hier beim Goal, sieht man es extrem. Also die, ja, für ihn ist keine Frage, ob man ihn machen oder nicht. Er steht hier am richtigen Ort und er hat das Vertrauen in sich selber. Auch wenn er von der Bank kommt, das ist natürlich eine riesen Waffe, wenn du als IB kannst so einen Mann von der Bank holen und reinbringen. Und er hat es bewiesen, er kann auch den Unterschied machen. Mhm. Dann jetzt in der zweiten Halbzeit zusammen gespielt, Nsame und Waro gegen den FC Basel, weil er eben von der Bank gekommen ist. Wäre das ein Sturmduo, das von Anfang an auch denkbar war, oder ergänzen sich die zwei effektiv weniger als der Waro und der Assale? Also ich glaube, letzte Saison war eher immer der Waro und der Assale. Aber dann hat der Trainer gesehen, dass die zwei auch gut funktionieren, mit dem Nsame und dem Waro. Und jetzt hat er natürlich die Wahl. Oder? Er hat natürlich drei gute oder interessante Spieler. Der Waro und der Nsame sind eher ähnlich. Und ich finde, der Assale ist ein bisschen anders als die zwei. Oder? Mhm. Aber wie gesagt, Waro und Nsame, das funktioniert auch sehr gut. Wenn du Gedano gerade sagt, die sind ein bisschen ähnlich, der Waro und der Nsame, dann schauen wir doch mal schnell, wie alt die zwei sind. Der Waro ist jetzt doch schon 35, der Nsame erst 26. Läuft es allenfalls auch ein bisschen auf eine Wachablösung raus? Ich kann mir nicht vorstellen, das ist der Waro eigentlich viel zu wichtig als Person. Er weiß auch, dass er manchmal raus muss oder darf und kann die Rolle auch übernehmen und kann auch den anderen Spielern Platz geben. Aber ich glaube, die Wachablösung muss nicht stattfinden, weil sie nach alle drei Platz haben. Sie haben so viel Spiel. Die Aufgaben von IBE sind noch gross und da braucht sich drei grosse oder drei gute Stürmer. Jetzt sind die Young Boys in dieser Saison bis jetzt zwar dran an der Spitze. Man ist auf Platz 3, nur einen Punkt hinter Basel und Sion. Man ist aber eben nicht vorne weg, wie noch letztes Jahr zum Beispiel. Wo sehen ihr die Gründe, dass die Dominanz, die fast ein erdrückend war für den Rest der Liga, weg ist jetzt? Ja, man muss gleich sehen, es war gleich ein Umbruch. Ich meine, die ganze Verteidigung ist neu. Und das ist ganz wichtig. Oder? Auch Dax mit dem Djibril Sowo weg ist auch ganz ein wichtiger Spieler. Weg ist. Also von dem her muss man das schon schauen, so wie letztes Jahr ist es nicht. Und ich glaube, sie machen es ganz gut mit den Neuen, die jetzt hier sind. Und ich glaube, es ist nicht so, dass man, wenn jetzt Basel hier dran bleibt und auf einmal jetzt auch Ibe nicht jedes Spiel gerade gewonnen hat, ich glaube, es wird spannend bis zum Schluss. Benni möchte noch einen anderen möglichen Grund in die Runde werfen. Und zwar ist es in der letzten Saison so gesehen, dass Ibe oft das Spiel in der Nachspielzeit noch für sich können entscheiden konnte. Ganze 8 Mal haben die Bayern noch getroffen. Nach der 90. Minute noch. Jetzt zuletzt gegen Basel ist vielleicht noch ein gutes Beispiel, wo auch gerade Nsame zu einer Top-Chance kommt in der Nachspielzeit, wo es 2-1 kann oder ja, vielleicht sogar müsste machen. Haben die Berner im Moment vielleicht auch noch ein bisschen weniger Glück oder ein bisschen weniger der Killerinstinkt als noch letzte Saison? Ja, vielleicht. Es hat vielleicht auch das Gleiche wie beim FC mit den Standards. Es ist einfach ja, in den Köpfen der Spieler, wir können das noch reissen oder eben nicht wirklich. Also, letzte Saison ist wirklich mit 8 Spielen extrem viel. Und der Gegner spürt das ja auch irgendwie, dass da das Selbstverständnis rum ist, dass ich eben noch bis zur letzten Minute kann. Aber ich würde es nicht allzu ernst, klar, sie sind auch viele Punkte, die rauskommen, aber Ibe wird sich schon noch in die Richtung gehen, dass sie noch mehr den Killerinstinkt haben und vorher weg werden gehen, aber der FCB ist sicher hing auf der Spur. So oder so ist es eine sehr wichtige Woche für die Young Boys. Jetzt kommt das Derby gegen Thun, das ist immer wichtig, auch nur schon was, ja, wie es eine Ehrensache ist, das Berner Derby zu gewinnen. Und dann kommt eben das Spitzenspiel gegen Sion, also da ist einiges auf dem Spiel für Ibe.
Das ist ja so. Aber sie wissen auch, um was es geht. Also ich glaube auch, der Trainer und die ganze Mannschaft sieht jetzt auch natürlich, eben, dass es vielleicht nicht so einfach geht wie letztes Jahr, die Sieg. Da muss man einfach mehr machen und sie sind vorbereitet und die Qualität ist da. Und das macht natürlich auch spannend für die anderen Mannschaften. Sie glauben jetzt daran. Und letztes Jahr das noch dazu. Ich meine, letztes Jahr war die Saison vorbei, wo sie immer nach der Nachspielzeit das Goal gemacht hat. Dann hast du auch Druck genommen und so. Und jetzt ist klar, jetzt hast du ein bisschen mehr Druck. Du weißt, es geht um etwas. Und die anderen sind nahe dran mit Sion und Basel. Dann die letzte Frage mit bitte um eine kurze Antwort. Wie gut geht IBE schon morgen im Derby mit dem Druck um? Ja, gut, sie wissen, du hast es gesagt, sie wissen, um was es geht und sie können das Spiel in die Hand, von dem her, sie sind vorbereitet. Also, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Sie sind dabei gewesen, Anna Cialanza und Benjamin Lüthi. Okay. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen daheim für die Aufmerksamkeit. Sie sehen jetzt hier im Bild nochmal eingeblendet die 5 Matches der 8. Runde der Super League. Wie immer können Sie alle natürlich live schauen, nur hier bei Teleclub. Egal für welches Spiel, dass Sie sich entscheiden, ich wünsche ganz viel Vergnügen. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.